sondern du musst auch Akzente bringen, damit du selbst Informationen bekommst. Ja, das haben wir aber vorhin auch gut gesehen. Liquid hat ja schon mal Mirage jetzt gespielt. Man hat sich da oft teilweise mit 2-3 Mann sogar Richtung CT einfach aufgestellt und hat dann natürlich auch in Kauf genommen, dass der Spot erstmal eingenommen wird, um dann komplett auf Retake zu spielen. Und das hat tatsächlich funktioniert gegen Virtus Pro. Und vielleicht wird es jetzt auch nochmal funktionieren gegen die Dänen. Wir sind im Vergleich zum Ingame-Sound ein bisschen leise. Also könntest du vielleicht einfach mal den Pegel in OBS ein bisschen runterdrehen vom Ingame-Sound. Okay, also ich habe dich jetzt gar nicht als extra Line hier drin, also Teamspeak. Nee, du hast doch. Achso, das ist ja extra, stimmt. Nee, warte, dann mach einfach den Ingame-Sound ein bisschen. Oh, Dupree beginnt. Sollte ja auch mal nicht mehr in der Kamera rumfliegen. Und dann kommt der B-Go, Zipex an der das ist eine super Waffe eigentlich dafür, man wird überrascht. Zu explosiv das Ganze. Und Device muss hier unten noch mal ein bisschen regulieren. Da hilft Dupree noch aus, JDM. Oh, wie Device noch überlebt, aber kommt nicht dazu, noch weitere Schüsse rauszudrücken. Auch Kiabi wieder down, ohne Schaden gemacht zu haben. Und Dupree muss acen, damit die Runde noch funktioniert. Oh, und das ist One-on-One. Aber JDM natürlich, wie du auch schon gesagt hast, ordentlich on fire. JDM oder Dupree? Wer wird es hier dann am Ende machen? Und dann JDM. Aber Dupree wieder saustark. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen auf Cache, die Aktion von Dupree? Ich glaube nicht. Auf dem B-Spot? Nee, habe ich nicht mitbekommen. 1 gegen 5 hatte da noch 4 Leute weggerotzt und fast noch den letzten. Ja, da ist doch immer einer zu viel am Ende, ne? Es ist dann einer zu viel. Aber es waren wirklich dann. Den letzten hat er auch noch auf 16 AP oder sowas runtergeschossen. Also der heute auf jeden Fall im Klatschmodus. Und das waren gerade auch 2 Klicks, die waren richtig lecker. So, guck mal, was gekauft wurde. Bei Device haben wir die Scout. Tobt sich da ein bisschen in der Mitte aus, aber ist die Kurzsmoke schon geflogen. Ansonsten haben wir wirklich einen Standardaufbau von Team Liquid. 2 Mitte, 2 B. Einer, der an A ein bisschen Kontrolle ausübt. Wobei Stanislaw das ein bisschen gefährlich macht. Er lässt die Action komplett offen. Eine Position, die gerne gepusht wird in so einem Force-Buy. Und genau das macht Glaive in der Situation. Und das hat Stanislaw überhaupt nicht auf dem Schirm. Er muss es also kommunizieren, dass die Leute jetzt hier an der Action aufpassen müssen, dass da vorne schon jemand drinstehen kann. Und Elish, so langsam wie der gerade reinläuft, jeder Winkel abgezielt, sollte das auch gesehen werden. Also es gibt keinen Kill hier, es gibt ein bisschen Schaden gegen Elish, aber das Wichtige ist für Team Liquid erstmal, dass sie durch diesen Push jetzt keinen Spieler verloren haben. Trotzdem ist das für Astralis die Information, gerade hat sich was aus der Mitte noch Richtung A bewegt. Also sollten sie auf jeden Fall erhöhten Fokus auf den A-Spot haben. Ja, und damit ist jetzt auch schon langsam klar, wo es dann auch hingehen soll. Du sagst schon, erhöhter Fokus jetzt für Astralis auf den A-Spot und so langsam aber sicher wollen sie sich ja auch aufbauen. JDM jetzt auch noch ein weiterer Spieler, der damit hinterherzieht. Und damit geht's jetzt rauf auf den Spot. Elish da mit dem ersten Tracker öffnet den Spot. Device im CT wird wahrscheinlich gleich eine Smoke reingedrückt kriegen, aber da haben wir gar keine Smoke mehr bei Team Liquid. Das heißt, die Scout von Device kann da eigentlich gut ausgespielt werden. Der Frag sitzt aber nicht und jetzt das 3 gegen 3. Oh, der wird den ganz schön auf den Sack gehen. Die müssen ihn so früh wie möglich holen. Schaffen sie auch. 2-on-3-Situation für Astralis in den Retake. Erstmal gönnt sich Gerbi da eine AK. Er spielt extreme High-Sense. Das sieht man immer wieder in diesen Mini-Korrekturen in seinem Crosshair-Placement. Gerade wenn es ins Duell dann reingeht. Das wackelt dann immer ohne Ende. Kurz nochmal gecheckt, ob da was verzögert rüberkommt. Von hinten ist dann Dupree da, nimmt lieber die Deagle anstatt die MAC-10. Na, erstmal nachladen. Ich denke nicht, dass man da jetzt noch hingehen wird. Dupree macht zwar noch ein bisschen Schaden. Jetzt kann man dazu übergehen, Team Liquid einfach nur sterben zu lassen. Sie laufen rein. Stanislaw Weiss hat die Runde genommen, aber er kriegt halt keine Waffe mehr durch. Die Fuse passt hier nicht mehr. Astralis hat hier einiges erreicht. Sie nehmen 2 Waffen mit in die nächste Runde. Auch wenn das eine nur eine MAC-10 ist, kann man die Deagle weiterlegen. Das heißt, wir werden nächste Runde 2 Leute mit Deagle, 2 mit, einen mit SMG, einen mit Rifle sehen. Vielleicht kauft Zipex dann noch was dazu. Ich würde sogar sagen, dass Kirby mit 2,5 einfach noch eine P250 droppen sollte. Und dann passt das auch. Ja, da hat man auf jeden Fall eine ganz solide Gegenwehr hier erstmal. Obwohl man natürlich immer noch im Nachteil ist, die ersten beiden Runden verloren. Trotzdem natürlich Team Liquid immer noch mit deutlich mehr Waffen, mit deutlich mehr Equipment da am Start. Und vor allem halt keine Nades bei Astralis, um da irgendwas dicht zu machen. Und man marschiert da. Ist egal. Ah, da blockt man sich ein bisschen. Sie merken, dass es schnell auf B drauf geht. Hat Zipex noch einen mit der MAC-10 gemacht. Der zweite Spieler, der dabei stand, ist auch direkt gefallen. Das war wichtig, damit man überhaupt die Spot-Kontrolle bekommt bei Team Liquid. Aber alles gecheckt haben sie, glaube ich, nicht. Also können sie froh sein, dass Astralis nicht noch einen an der Bank sitzen hatte. Ich glaube, den haben sie auch vorher geholt.
3 gegen 3. Das ist wirklich gut machbar, auch für Astralis. Trotzdem der Vorteil natürlich auf Seiten von Liquid. Ja, gerade jetzt, wo auch noch der Mann-Vorteil gekippt ist. Beide Spieler jetzt relativ gefangen und Dupree will da auch nur noch wahrscheinlich auf den nächsten Track gehen. Vielleicht Richtung Kurz da die Möglichkeit, die weiß aber auch noch mal mit einem. Die Runde wird es wohl nicht mehr, aber man kann wieder das gleiche machen wie letzte Runde. Nämlich ordentlich Schaden bei Team Liquid verursachen, dass die ihre beiden AKs da vielleicht noch lassen. Nitro gegen Dupree dann auch erfolgreich und dann ist es halt noch Device. Der wird wahrscheinlich auch keinen Frag mehr kriegen, aber trotzdem wieder nur 2 Waffen, die Liquid da durchbekommt. Ja, besser als keine, würde ich sagen. Besser als keine, aber wenn dann irgendwann mal der Loose reinkommt, dann wird es mit dem Nachkaufen schon schwer. Ja, das Reset-Potenzial ist gerade extrem hoch auf Seiten von Team Liquid. Das heißt, sie müssen wirklich aufpassen, dass jetzt gerade hier die erste Waffenrunde vielleicht ein bisschen sicherer über die Bühne geht, aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber selbst jetzt zeigt sich ja schon, dass man Geld gelassen hat. Selbst jetzt kann man hier nicht mit Full Equipment reingehen. Das geht schon. Also eine UMP dabei zu haben, denke ich, ist noch völlig in Ordnung. Die ist ja situationsbedingt sehr gut einsetzbar, wobei ich das mit dem Mitte-Push jetzt ein bisschen krass finde, aber sie flashen ihn sehr gut kurz durch. Ruckzuck geht man da nach vorne. Zipex weggenadet. Und der B-Spot gehört mal wieder Team Liquid. Ja, stark ausgespielt von ihnen. Die Nate hat schließlich dann auch noch am K ihr Gutes getan. Und somit im Prinzip für Astralis wieder nichts zu machen, außer noch ein bisschen Schaden und die Waffen durchzubringen. Weil die Runde ist schon wieder RIP, da gab es einfach einen schnellen Execute und der hat funktioniert. Ich erkenne eine gewisse Tendenz in dem, was Team Liquid uns da präsentiert. Denn als sie Richtung A gegangen sind, gab es ein paar Probleme. Und zweimal B sah etwas sicherer aus. Deswegen denke ich, hat man da vielleicht im Vorfeld auch erkannt, dass Astralis ein paar Schwächen in der Anfangsphase am B-Spot zeigt. Astralis wird das Spiel jetzt ein bisschen adaptieren müssen. Gerade wenn Liquid das Tempo hochhält, müssen wir da frühe Informationen bekommen. Schnelle Gegengranaten, damit der Go nicht so krass durchgezogen wird. Vielleicht auch eine schnellere Rotation. Ich denke, Team Liquid kann sich jetzt... Wir haben 3 Waffen bei Astralis gesaved. Das heißt, sie müssen jetzt nochmal davon ausgehen, dass Astralis eine komplette Waffenrunde spielt. Auch wenn das nicht perfekt equipped ist, sehen wir sehr viele Granaten noch dabei. 4 Molotovs insgesamt. Das ist top dafür, dass Astralis gerade die 4. Runde in Folge verloren hat. Und das heißt, sie könnten auch wieder so einen schnellen B-Split jetzt aufhalten, wenn sie aus den vorherigen Runden gelernt haben. Ja, Volker. Aber jetzt mit die Kontrolle, es soll keinen Split geben. Zu zweit nach oben. Nitro hätte das hier noch aufhalten können, aber da ist noch einer mittendrin und das ist Elish und den haben sie nicht auf dem Schirm. Der macht den ersten Kill, wird dann aber auch noch von Dupree über den Haufen gerannt und jetzt löst sich das Ganze in der Mitte ein bisschen auf und Astralis ist super rotiert. Bereits 3 Leute, die an B stehen. 2 warten da, einer an Twist. Ah, dann soll es jetzt losgehen. Twist wird da direkt mal rausgenommen und JDM, der eigentlich gerade gut trifft, muss jetzt mal richtig zeigen, was er drauf hat. Ist da relativ verlassen im Haus und sieht sich da von allen Seiten gefangen. Nitro jetzt Last Man Standing, wird auch noch auf 4 AP runtergeschossen. Und Device vollendet und damit ist endlich mal was Zählbares entstanden für Astralis. Und wir gucken mal aufs Portemonnaie da von Team Liquid. Das ist nicht das, was man erwartet nach 4 gewonnenen Runden in Folge. Ja, nicht, also die Eco-Runden von Astralis, ich sag's mal so rum, waren echt extrem stark, gerade durch die Deagles, die immer viel Schaden machen konnten. Sie haben Glück, dass sie die Runde vorher, die erste Waffen-gegen-Waffen-Runde mit 4 Leuten, also wirklich sehr schnell gewinnen konnten und auch sehr verlustlos. Und, das ist ein komisches Wort, verlustlos. Wieder geht schnell die Mitte hoch. Da überrascht man dann Stanislav und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir das kaufen können. Aber am Arschpunkt, das sieht man schnell aus dem Haus gehen. Er macht Glaive einfach noch 2 Kills, die weiß noch hinterher. Und Dupree ist auch schon aus der Mitte zurück. Den Ausflug hat er nämlich auch mit einem, nicht mit Kill beenden können, aber er war der Erste, der zurückrotieren konnte. Folgerunde von Astralis, auch hier wieder perfekt aufgepasst. Mitte wieder geblockt, denn Team Liquid scheint gerne schnell zu splitten. Eben der schnelle B-Split einmal geklappt, beim zweiten Mal wieder durch Mitte-Kontrolle aufgehalten. Jetzt wollten sie einen schnellen A-Split spielen oder zumindest einen Mitte oben abstellen, der Verschieber abfangen kann, den direkt geholt. Und so ein House-Go ist immer so der Fleischwolf-Move, weil du kommst aus einer Lücke... Oh, die Nades! Die waren krass. Du kommst aus einer kleinen Lücke raus und das ist natürlich super leicht wieder. Ja, und das hat ihnen dann das Genick gebrochen. Jetzt natürlich das Geld nicht da und das, was wir natürlich schon öfter jetzt angesprochen haben, eben die ganzen Waffen, die Astralis Runde für Runde rausgepickt hat.
Und ja, die Nades hast du gerade auch schon kurz erwähnt, so Richtung Mitte hoch ist da direkt noch was geflogen. Das hat auch schon seinen Teil dazu beigetragen. Und am Ende zerschießt Astralis dann die Eco von Team Liquid. Ja, die jetzt aufpassen müssen, dass Astralis sich hier nicht richtig warm schießt. Sonst kann das Ganze hier noch übel werden. Verlustfrei heißt es. Grüße gehen raus an BS Tonamika. Verlustfrei. Ja, ich denke, den verlustlos alten, kann man auch sagen, oder? Den alten Grammar-Nazi. Nein. Er hat natürlich recht, verlustfrei ist das bessere Wort. Verlustlos hört sich. Aber ich glaube nicht, dass es komplett falsch ist. Nee, komplett falsch nicht, aber es hört sich. Es hört sich falsch an. Okay, Liquid macht es ein bisschen anders. Sie nehmen das Tempo raus aus ihrem Spiel. Astralis kann auch nicht jede Runde Mitte hochpushen. Die haben jetzt 3 Runden lang wirklich einen Mitte-Push durchgezogen und jetzt stehen sie defensiv. Also genau im richtigen Moment. Astralis denkt halt wieder perfekt mit. Dupree hier, oh, das war die Gelegenheit. Aus der Ecke kommt er jetzt nur schwer raus. Er muss die Smoke hier verwenden, um das zu schaffen. Und er weiß natürlich genau, was passiert, wenn er die wirft. Das ist einfach Trommelfeuer, das da reinfliegt. Was hat er denn jetzt vor? Wie er da noch wegschleicht. Aber dass das funktioniert. Krabbe himself. Und er geht nochmal zurück. Okay, das ist jetzt das Mindgame des Mindgames. Ich nehme sogar an, dass Team Liquid davon ausgeht, dass er die Position aufgegeben hat. Und dann kommt die Weisheit mit den Frags im B-Haus. Twists muss diesen Kill jetzt machen. Ansonsten wird's knackig. Das ist Nitro, der ihn da von unten holen kann. Schade, dass die Weiß aus der Position nur einen machen konnte. Und der Priest ist schon relativ früh da vom B-Haus. Wenn er da direkt hinterher geht, wäre Twist auf jeden Fall schon mal ein einfacher Frag, um hier den Retake schon zu starten, bevor er angefangen hatte. Bombe liegt jetzt und da ist der Frag gegen Twist. Und das macht jetzt die Runde für seine Jungs doch wieder gut auf. JDM mit dem nächsten Frag. Und wir sind in der 3 gegen 3 Situation. Glaive kann Stannis rausnehmen. Und JDM und Nitro müssen den Spot hier irgendwie halten für Team Liquid. Jetzt die Jungs davon kurz. JDM hat einen guten Blick drauf, kann Glaive kurz ein bisschen runterschießen. Und Dupree, Glaive will das schon mal defusen. JDM Last Man Standing, Dupree mit einem HP nur noch. Und schließlich wird JDM in der Smoke weggeholt. Und Astralis kann dann die 4. Runde in Folge dicht machen. Ja, und wieder mäßiges Geld bei Team Liquid. Man kann natürlich nochmal reinkaufen, aber granatentechnisch wird man dann nicht alles ausschöpfen können. Na, ich denke, das ist okay, wenn man jetzt hier kauft. Man hat den Bombenplan plus den Loser-Bonus zur 4. Runde, also das sollte für... Oh, sie machen Pistol Kevlar Eco mit vielen Granaten. Ist okay. Ich denke, sie sind jetzt auf dem nächsten Bombenplan aus. Oh, sie gehen halt direkt auf A drauf. Und guck mal, wie Glaive überrascht ist, den überrennen sie einfach. Die Weiß an der Feuerkiste, der hat jetzt richtig Probleme, verschießt den nächsten. Und der Spot, der gehört Team Liquid. Ich dachte, mit den Granaten, die sie haben, bauen sie erstmal auf, werfen die dann und gehen drauf und versuchen den Plant mitzunehmen. Mit der Aktion jetzt wäre die Möglichkeit da, um die Runde noch zu holen. Aber ohne City-Base-Kontrolle ist das sau schwer in so einer Situation. Und die Nate, die bumst jetzt einfach. Oh, okay, geht noch ein bisschen daneben. Freehold JDM. Da kann ich nicht noch nichts mehr machen. Der fliegt noch mit dem Messer rein. Das war der Märtyrer-Tod, den er da gestorben ist. Aber leider hat er niemanden mehr mitgerissen. 5-4, die Führung für Astralis. Die von vielen Aktionen von Liquid leicht überrascht wirken. Ja, genau, also, genau darauf wollte ich gerade eingehen. Das hast du ja auch gerade erwähnt. Man hat nicht damit gerechnet, dass Liquid das jetzt macht. Und das ist, glaube ich, auch der Joker von Liquid, dass man oft Tempowechsel sieht und oft Aktionen sieht, die man einfach nicht erwartet als Gegner. Und das hat auch ein erfahrenes Virtus Pro überfordert. Und das ist auch das, womit Astralis hier eventuell noch zu kämpfen haben wird, dass man hier eben so Aktionen sieht, die man nicht von jedem Team in jeder Situation erwartet. Gerade hat uns schon den Bond gemacht. Ja, wollte ich auch gerade schon sagen. Der 007 hat er schon gehabt, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Der ist noch deutlich krasser als der James. Und JDM. JDM hat deutlich weniger Impact, als ich erwartet hätte. Aktuell. Obwohl sie einen guten Start hatten und da ist gerade die Bombe noch gefallen. Aber die Weiß hat aber auch richtig Bock, im B-Haus immer nach vorne rein zu pieken. Das ist jetzt auch dreist. Die Smoke werfen und trotzdem nochmal durchgehen. Er hat eine kleine Lücke. Und Stannis hat auch noch richtig Schiss, dass er hier noch abgezielt wird. Ich denke mal, die Bombe dürfte kurz aufgeblitzt sein bei Astralis. Aber was machst du jetzt in so einer 3 gegen 5 Situation? Gerade auf Mirage ist das super schwer zu handeln. Und das Beste, was geklappt hat bei Team Liquid bisher, war eben auf B zu gehen. Und das wird es wahrscheinlich jetzt auch werden, wenn man die weiß, wenn man mit ihm rechnet hier. Und ich denke, man rechnet mit ihm, dann kann man hier vielleicht einen schnellen Frag ziehen. Andererseits rechnet man nicht mit ihm und die weiß fast mit 2 Frags. Jetzt ist man im 2 gegen 4 und man weiß Bescheid, dass es Richtung B gehen wird. Damit Dupree,
Jetzt im Prinzip, ja, da wird nicht hingeguckt von Illich und dann Illich, ich mach's immer wieder falsch und dann schließlich auch noch. Illich. Ja, ich sag immer Illich, es ist schrecklich. Sprichst du das deutscher aus als alle anderen? Ich habe vorhin alles deutsch ausgesprochen. Ich mache immer so viele deutsche Teams. Und deswegen ist einfach so die deutsche Aussprache drin. Dann wurde es vorhin Nitro und ein Elige und was nicht alles. Ich finde, gegen Nitro spricht eigentlich nichts, finde ich. Also kann man ruhig deutsch sprechen. Ich finde im Englischen geht es einem manchmal ein bisschen leichter über die Lippen. Wenn du so ein Elige sagst, das ist so ein, das hat mehr Redefluss, weißt du? Elige. Und ein Elige, da cuttet dich das G am Ende so ab. Ha? Kleiner Tipp. Also ich versuche immer mit den Redefluss aufrecht zu erhalten. Ja, der Wasserfall muss fließen. Ne, probiere ich natürlich. Okay. Ich war ein bisschen überrascht bei Kirby ist es ja wahrscheinlich, ne? Ich weiß selbst nicht genau. Kirby oder Kirby? Also ich habe immer Kirby gesagt und auch bei Zipex habe ich immer Zipnix gedacht. Das hatte ich von Horst irgendwie immer noch so im Kopf. Ja, ich hatte da mal ein YouTube-Video bekommen. Und da hat er gesagt, es wird Zipex aus. Ja, darauf wurde ich auch hingewiesen. Jetzt bin ich auch bei Zipex. Aber so wirst du. Der Chat lehrt uns. Wenn es schon sonst niemand tut. Notice me, Senpai. Schleimt da jemand mit dem Chat? Immer. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Stanislaw? Oh, Glaive! Glaive, einfach nur. Krass, der kriegt auch noch. Oh mein Gott. Ja, ein bisschen übertrieben jetzt mit dem Spray. Aber sie wissen ja, wo der Letzte steht. Also hat er das nur gemacht, damit er nicht rausläuft und ihn überraschen kann. Ja, das ist die Macht des Unerwartbaren mal wieder. Eine Position, die vielleicht nicht gecheckt wird und dann ist vorbei. So wie wir sagen, dass Liquid sich anfangs doch sehr auf den B-Spot draufgeworfen hat, was auch gut funktioniert hat am Anfang, vielleicht ein bisschen wenig Runden rausgeholt. So spielt Astralis von Anfang an auch die Action sehr offensiv. Also wir hatten da, ich glaube, Kirby war so unter CZ. Wenn die wieder mit diesem Sprung, ist das Intellibug? Könnte Intellibug sein. Oh, die Nate. Ich glaube, das war wirklich ein Sprung. Oh, was? Ah, dass die Nate ihn nicht rausgenommen hat? Wo ist sie explodiert? Ich glaube, hier, da war gerade noch das vor der Tür explodiert. Die ist bestimmt in dieser kleinen Mistkante hier hängen geblieben. Oder er ist in dem Moment gestorben und dann ist die Nate quasi nur runtergefallen. Ah, ich glaube, die ist noch geflogen, oder? Die ist noch geflogen, naja. Weil ja, ich habe einen Replay, weil ich so einen großen Delay habe. Bei mir steht es gerade noch 6-4. Elitch wäre es auf Englisch. Ja, dann halt nimm Französisch, M3er. Alles, was du willst. Da vermisst jemand Horst. Kann ich nur mit der Sprache hapert's. Elitch. Du kannst Französisch? Nee. Wir haben ja aktuell Franzosen bei uns im Büro. Ich verstehe kein Wort. Ninja Diffuse sagen die übrigens auch im Franzosen-Cast. Glaive hier wieder mit drei Kills an der Rampe, der hat halt fast wieder seinen vierten gemacht. Ja, und Kirby, das sieht gerade sehr dominant aus, um ehrlich zu sein. Ist ein kleiner Rausch auch langsam bei Astralis und im Prinzip eigentlich auch die Stärke, mit der man sie erwartet hat. Also viele im Chat haben da auch schon ein bisschen Unmut geäußert, teilweise auch Leute, die ihr Geld darauf gewettet haben, dass Astralis heute absolut nicht ihr A-Game zeigt. Aber so langsam aber sicher kommen sie auf ihr Niveau wieder ran. Und das muss eigentlich auch der Anspruch von ihnen sein. Ich denke eher, dass Astralis Mirage doch deutlich besser liegt als Liquid. Kirby. Wobei es auch eine gute Map von Liquid ist. In der Regel. Ja, nicht schlecht, aber auf dem Papier muss man es halt auch wirklich sagen, dass Astralis das bessere Team sein sollte. Ich finde es auch interessant, dass Astralis sich nicht für Mirage als zweites, sondern für Cash entschieden hat. Weil Cash immer eine saustarke Map von amerikanischen Teams ist. Das ist ähnlich so wie mit den deutschen Teams. Aber wobei Liquid jetzt längere Zeit Cash auch vermieden hat. Ich glaube, zumindest laut Page das letzte Mal im Mai gespielt. Natürlich vielleicht in nationalen Ligen schon mal irgendwann wieder benutzt, aber international seit Mai nicht mehr gespielt. Soweit ich es noch im Kopf habe. Also hat man vielleicht auch auf ein bisschen unvorbereitete Haltung von Team Liquid spekuliert. Denn du hast es nicht vergessen, dass halt auch immer gegen einen gebannt werden kann. Das heißt, es kann auch sein, dass die Leute sagen, sie wollen gegen Liquid kein Cash spielen und deswegen wurde seit Mai eben kein Cash von Liquid gespielt. Das ist natürlich auch möglich, aber ich glaube, also, über so einen langen Zeitraum... Oh, guck mal, da kommen die einfach auf einen freien Spot drauf. Ja, da wurde zu viel spekuliert bei den Dänen. Ja, sie dachten, sie hätten über die Mittekontrolle vielleicht noch was und Liquid macht wieder laut. Aber Pustekuchen. Erstmal die Nate hier macht einfach Zero Damage. Ja, das ist ein Call, der die Runde mal ganz schnell entscheiden kann.
Ein einziger Call und jetzt kann Astralis zurückgehen. Ja, aber das ist ja zurückgehen. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist, dass Liquid sich im Zweifel für den B-Spot entscheidet. Das muss irgendeine Art und Weise vorher angesprochen worden sein. Das ist ein. Ich denke, das ist ein, ist eine Lücke, die da entdeckt wurde. Aber die haben auch noch gut also ausnutzt. Das hat sich jetzt auch im Spiel so ein bisschen entwickelt. Sie haben ja mit dem B-Spot angefangen in der Pistol Round und auch die sicheren Runden dann da geholt, dass man dann im Verlaufe des Spiels auch eher auf B geht als auf A, ist klar. Aber wenn Glaive dir halt auch wirklich 3-4 Mal die Rübe wegbügelt, ohne Kompromisse, ich weiß nicht genau, warum Sipex da jetzt noch reinspenden gegangen ist. Ah, der hat 16.000. Dann das kann ist er ihm so egal. Die Spendengala eröffnen an der City Base. Und guck dir mal den Dupree an, wie der hier fragtechnisch richtig abgeht. Ach, der ist ja weit vor allen anderen. 19-3, also auch sterben ist nicht sein Ding heute. 19-3 ist schon mal ein Brett, also der gerade gut gelaunt. Der Keanu Reeves der CSGO-Szene. So ähnlich. Oh, man nimmt ja schon mal den Palace ein, aber Stannis! Das war auf jeden Fall mal ein Brett. Ein doppeltes. Wenn da die Crime Police ins Haus kommt, da reicht die Kreide nicht. Du hast ja heute Sprüche auf Lager, Mensch. Aber die hat einen sehr schönen Bogen gemacht. Astralis mit die Mitte. Sie werfen schon mal. Boah, Lady M da noch. Sie hatten die Smoke schon oben geworfen. Das ist wichtig, dass Lady M den Kill bekommt. Guck mal, was wir jetzt wieder sehen, oder? Ich dachte gerade, es geht wieder Richtung B-Spot. Ich dachte, wir hätten hier wieder den Standard-Go. Du willst es ja irgendwann auch ausnutzen, dass der Gegner auf B so viele Probleme hat. Aber ich meine, jetzt ist es egal, auf welchen Spot sie jetzt gehen. Das ist egal, ja. Spätestens seit dem letzten Frag. Wenn die Weiß das macht, dann kann jeder von Liquid direkt mal deinstallieren. Wobei man im Device eigentlich immer sowas auch zutrauen muss. Echt, mit einer AWP machst du kein 1-on-5 Ace. Das machst du wirklich nur, wenn der Gegner dir reinlaufen möchte. Und dann gibt's sind wahrscheinlich Skins vorgeflossen. Das zum Beispiel hier. Elisha hat High by Power. Richtiges Timing-Glück gehabt. Aber irgendwo ist es auch klar, dass Device nicht alles gleichzeitig abzielen kann. Das heißt, Glück ist auch hier wieder so das falsche Wort. Es ist einfach nur Timing, dass Elisha da in die Hände spielt, besser gesagt. Aber geldtechnisch dieses Mal von Device dann vielleicht doch nicht die klügste Entscheidung, da nochmal loszuziehen. Vielleicht die AWP dann besser nochmal durchbringen sollen. Naja, es hat gereicht. Sie haben alles, was sie brauchen, um in der Runde zu kaufen. Also wäre es da besser gewesen, noch Geld von Liquid abzuziehen? Ich glaube nicht. Also Saven, hast schon recht, Saven wäre besser gewesen, aber im Endeffekt ist dieser letzte Frag wirklich völlig egal gewesen, weil alle hätten runterkaufen können, egal was passiert wäre. So, gucken wir auf den Aufbau. Liquid geht es wieder ein bisschen langsamer an. Ich meine, sie haben mit der letzten Runde halt auch gezeigt, dass sie auf den A-Spot gehen wollen. Klar, die Vorzeichen waren ganz andere, weil sie in der Mitte viele Frags bekommen haben. Aber auch das zieht sich gerade wieder sehr stark Richtung B zusammen, denn auch die Bombe geht ins B-Haus rein. Und da steht diesmal Zipex. Sie wollen Dupree an kurz halten. Der wirklich ein super Spiel macht, muss man einfach mal sagen. Entscheidet sich auch schnell dafür, dadurch, dass sie Connector-Kontrolle haben und Richtung kurz gucken können, seinen B-Spieler zu unterstützen. Und da kommt der Go! Zipex mit dem Doppelkill. Dupree hilft noch aus. Es wird sauschwer, da jetzt rauszukommen. Und jetzt muss Dupree nur noch ein bisschen Zeit rausholen. Aber Stanislaw kommt über kurz. Aber auch für JDM immer noch eine Möglichkeit, wenn er dann mal wieder in die Form von der letzten Map reinkommt, dass er hier noch was machen kann! Und was für ein Auskommt da von ihm. Und damit ist er noch 1 gegen 2, aber 6 HP ist natürlich kein gutes Fundament, um mir noch einen Klatsch aufzubauen. Und JDM gegen Glaive und Device. Wenn es eine Waffe gibt, mit der man so einen Klatsch machen kann, dann ist es die AWP. Gerade war sie noch nicht gut. Ja, in einem 1-on-5, aber in einem 1-on-2 mit 6 HP ist die AWP wahrscheinlich die bessere Waffe. In dem Fall ja. Durch die One-Shot-Möglichkeit. Aber es reicht halt nicht. 9-6 zur Halbzeit für Astralis. Ist noch okay für Team Liquid, die wirklich von einem sehr guten Start in die Halbzeit profitiert haben, haben die 4 Runden mitgenommen und danach hieß es eigentlich nur noch Astralis, Astralis, Astralis und vor allem Dupree oder halt Glaive an der Action. Und ungelogen, Glaive hat 2-mal einen Triple Spraydown gemacht und trotzdem nur 9 Kills. Daran sieht man mal, wie selten Liquid den A-Spot wirklich angegriffen hat. Ja, und als sie es gemacht haben, gab es in der Regel dann auch gute Gegenwehr. Bis auf einen Go, glaube ich, der da vernünftig durchgegangen ist. Und ja, das Problem ist, an sich
wenn Glaive stand immer so weit vorne, du kannst nicht einen normalen Smoke-Go auf A durchziehen, weil er das abblocken würde am Anfang. Er würde merken, okay, die Granaten kommen, dann würde er wahrscheinlich direkt einen Molotow auf die Treppe werfen. Und sein Mate hinten an der Ticketbox würde das sofort mit dem zweiten Molotow antworten und dann sind die Smokes auch wieder weg. Und dann hast du im Endeffekt gar nichts. Das heißt, bevor du in so einem Match ein Go spielen kannst, musst du gucken, dass du Glaive in eine defensivere Position zwingst, damit du eben deine Smokes, die du werfen möchtest, raushauen kannst. Und Astralis hat es einfach von Anfang an denied, in dem Fall halt Glaive. Aber ich denke, ein Liquid, was doch ein bisschen vorbereitet wirkt auf die Spielweise von Astralis, sollte eigentlich dann auch solche Spielweisen dann gerade von Astralis, so Spezialitäten auf Mirage, eigentlich kennen, dass man da auch ein bisschen mehr hätte Richtung A machen können. Aber dennoch mal ein kleines Gedanken. Ist ja die Frage, ob es eine Spezialität ist oder ob Astralis hier Liquid gecountert hat, weißt du? Wer weiß, ja. Das ist nur Spekulation natürlich. Da müssten wir uns halt wirklich extrem krass auf das Match vorbereiten und da müssen wir auch vorher schon die Maps wissen, damit wir sowas wirklich nachschauen könnten. Und überhaupt die Konstellation, dass die überhaupt nicht steht. Genau. Das ist ja ein Consolation Final. Wenn wir gegeneinander spielen, dann ist es auch noch eine dritte Map. Also so viel Vorbereitung kannst du von niemandem verlangen. Nee, auf keinen Fall. Deswegen bin ich eigentlich kein Fan von so vielen Turnieren, wenn ich ehrlich bin. Weil du könntest so eine geile Vorbereitung haben, wenn du in CSGO nur eine einzige Liga hättest, sowas wie in League of Legends, ja, dann könntest du dich super krass auf Spiele vorbereiten und du wüsstest wahrscheinlich extrem viele Details über den Aufbau auf verschiedenen Maps von den Teams. Dann das würde, glaube ich, so einem Kommentar auch nochmal unheimlich viel mehr dazugeben. Wenn du solche Kleinigkeiten dann noch kennst, wenn du Veränderungen direkt siehst. Okay, wir machen aber weiter. Halbzeit Nummer 2. Ich glaube, ein bisschen ist es noch. 30 Sekunden sind es noch. 30 Sekunden noch. Jetzt. Jetzt geht's los. Ja, wir sind ja vom Cleanfeed auf dem GoTV, ne? Müssen wir vom Cleanfeed sein. Weil die streamen immer mit Delay für irgendwelche Zusatzprogramme, die noch Informationen abgreifen. Insider-Informationen! Ich bin hier Tatsache mit einem Fidget Spinner am Spielen. Es tut mir leid. Ja, man gut ist die Kamera nicht an. Ja, ja. Vor der Kamera würde ich sowas nie tun. Das wäre peinlich. Ey, morgen sitze ich hier mit dem Fidget Spinner und dann werde ich einfach mal die Kamera anmachen und einfach die ganze Zeit. Erstens geht's auf den ersten drauf. JDM hat aus der C-Base den ersten Frag bekommen. Die Weiß ist aber schon gut durch. Und jetzt müssen noch eine Flash kommen. Perfekt. Hat eigentlich gepasst, aber JDM hat sie gedodged. Es gibt einen Refrag von Kirby. Sie wollen jetzt die City-Base-Kontrolle, haben aber eigentlich zu viele Spieler verloren. Der Frag gegen Stanislav wäre ultra wichtig, denn er hat das Defuse-Kit. Komm, den müssen sie checken. Ja, und den haben sie. Oh, Defuse-Kit in der City-Base down. Das ist ultra bitter für Liquid. Ja, damit wird es nicht unbedingt einfacher, den Spot hier zu retaken, auch wenn man jetzt hier von allen Seiten kommt. Aber Astralis muss sich hier im Prinzip gerade erstmal nicht zeigen. Wissen natürlich nicht, dass sie kein weiteres Kit haben. Und Twister mit dem ersten Frag und Nitro mit dem nächsten. Und jetzt ziehen sie hier mit den Frags das ganze Ding durch. Und die Zeit, die reicht locker flockig für den Diffuse. Ja, und da hat man es mit ein paar Shots dann doch noch geklärt. Und die Pistol wichtig für Liquid. Klassische Pistol Round. Diffuse geht scheißegal, weil die Headshots fliegen über den Server. USP in den Händen eines Profis ist halt einfach fast schon overpowered, finde ich. Wenn du da auf der T-Seite nicht drüber rollst und direkt 3-4 Kills machst, dann ist die Runde immer noch offen. Ja, so halt sehr schön fürs Spiel auf jeden Fall, denn das könnte bedeuten, dass wir in der Waffen-gegen-Waffen-Runde mit einem ausgeglichenen Score starten. Es sei denn, Astralis hat nochmal... Nee, haben wir nicht, weil wir hatten Bombenplanten. Astralis macht ja die Full-Eco mit ein bisschen T250. Und also dann sehen wir in der Folgerunde schon die Kaufrunde für die Tees. Und dann wird es da schon ein bisschen spannend. Aber zumindest sollte es ein relativ einfaches 9-8 rankommen für Liquid werden. Das sollte gegen diese Vorlegung auf jeden Fall möglich sein. Mal gucken, was sich jetzt hier Astralis einfallen lässt für die Runde. Was man hier noch aus der Eco vielleicht machen möchte. Wahrscheinlich einfach mal ein bisschen plump Richtung B was probieren. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Okay. Ja, Kirby, Dupree in der Mitte erstmal, macht mit seiner P52 noch ordentlich Stress, aber an B haben sie kurz angefaked, sofort kommt der Molotow rein, das muss Astralis abbrechen. A steht nur defensiv, aber Astralis hat keine Smokes. Im Normalfall sollte das eine einfache Runde für Liquid werden, jetzt wo Astralis nochmal neu aufbaut. Ah, sie wollen es faken. Aber sie verlieren Dupree dann ein bisschen früh in der Mitte, der hätte hier bei dem Fake natürlich noch schön in die Seite reinfallen können. Nitro gibt das jetzt aber auf. An B, sondern geht noch mit in die Mitte.
kurz noch von seinem Mate angeschossen worden, oder halbwegs angeschossen worden, und jetzt noch wieder mit auf B. Und sie rotieren halt so gut. Sie haben schon den dritten Spieler mit dabei. Das ist die Frage, wie kommen Glaive und Device wirklich auf den Spot drauf? Nur mit Glocks, ohne Granaten. Oh, da war ein Headshot dabei. JDM angeschossen. Und dann wollte Glaive rum. Das hat nicht ganz funktioniert. Sie sind rotiert. Die Bombe ist auf dem Spot. Der plant. Der könnte funktionieren. Das Network Big und der Plant von Elish verhindert. Schöner Versuch von Astralis, hier noch den Diffuse durchzubekommen. Und kein Geld für Device. Nein. Jetzt nicht sterben. Knapp. Na gut, wäre auch egal gewesen. Der hat ja so oder so nur eine Glocke gehabt. Ja, also okay. Viel war nicht bei ihnen dabei, was er noch hätte durchbringen können. Er ist halt echt nicht gut. Er muss jetzt irgendwie auf Deagle oder... Ja, Deagle ist wahrscheinlich die beste Wahl jetzt für Mirage. Aber auf jeden Fall, der Felge gut funktioniert. Man ist genau im richtigen Moment dann auf dem B-Spot drauf und fast hätte es noch geklappt, sich dann nochmal ein bisschen extra Geld zu sichern. Aber jetzt ist es dann doch nur ein Häkchen die Deagle dann für Device. Aber auch die kann natürlich auch vernünftig zum Einsatz kommen und ordentlich Schaden machen. Aber sie sind einfach Mitte durchgeschlichen. Aber meinst du, JDM hat nicht was gesehen? Ich denke nicht. Die sind an der Smoke entlang geschlichen. Direkt. Hat er niemals gespottet. Oh, aber gekostet den Frag. Wow. Ah, das war der Call, glaube ich. Nightrot hat ihn, glaube ich, vorher gesehen. Zipex, das kam aus dem Haus. Die Schelle. Und Twist hier vorne. Ja, die haben halt komplette Action-Kontrolle. Oh, da kommt aber gerade die Bombe von... Da kommt aber Device mit der Deagle. Eine AK wäre hier natürlich Gold wert. Der hätte beide Spieler an der Rampe holen können. Aber da müsste jetzt noch eine liegen. Das ist eine Farmers. Oh, Twist dreht sich im falschen Moment weg. Und wenn Device jetzt durch die Smoke moved, weiß natürlich nicht, dass Twist in die falsche Richtung guckt, kann er hier was machen. Verrät sich vielleicht sogar ein bisschen durch die Flash. Und Twist moved an ihm vorbei. Oh, das ist bitter. Wie anlativ war das denn für Astralis gerade? Glaive, kann er das doch retten? 1 gegen 2. Ah, nein. Also das ist dann einfach nur Time Luck. Aber auch ein richtig geiler Move da von ihm gewesen. Und, ich denke nicht, dass es Time Glück ist, sondern Twist war übelst unter Druck durch den Hausspieler. Und er hat ja schon Action abgesmockt, weil sie da noch einen vermutet haben. Ich denke, er hat das Timing sehr gut abgepasst. Das war schon ein Spielgefühl von ihm, wann er in die Smoke rein muss und wann eben nicht. Also ich denke, dass das weniger mit Glück, sondern mehr mit Gefühl zu tun hatte. Meinst du, da kann man so ein Gefühl finden? Ja, ich denke schon, wenn sie schon absmoken, wenn sie denken, da kommt keiner mehr, smoken sie nicht ab. Sie gehen ja auf Nummer sicher mit der Smoke. Und ich denke, vielleicht hat er die Smoke noch irgendwie ziehen hören, dass da einer kommt und dann geht er nochmal rein. Irgendwas, ich denke nicht, dass es Glück war. Twist hat so einen unglaublich guten Überblick, der hat ein richtig gutes Gefühl dafür, wie er mit einer Smoke umgehen muss. Deswegen glaube ich da weniger an Glück, sondern eher an Können. Ja, aber Caster ist dann auch so ein Move und das sind ja so Skill-Elemente, die nicht von jedem so direkt gesehen werden. Twist ist ein Ausnahmespieler. Also eher vom geistigen Spielverständnis, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Aber vom Aiming her auch. Also ist enorm gut an jeder Waffe. Glaube ich auch noch relativ jung, meine ich. Ja. Also wenn du ihn richtig formst, schade, dass er in NA spielt. Kann sich noch ändern. Wenn du ihn richtig formst, dann vielleicht sogar einer der Kandidaten, wo der beste Spieler der Welt ist. Also... Ja, so einen kann man natürlich dann auch in so einem Lineup von Face oder vielleicht auch Mousebot oder so sehen, die da schon Richtung international gehen. Ja, wäre eine Möglichkeit. Wobei die halt eher auf EU-Teams gehen. Ja, Argo von Astralis sind versucht, da ein paar Picks zu setzen. Ein paar schnelle Shots. Hat man eigentlich einen Vorteil, wenn man EU-Team ist? Oder wenn man jetzt überhaupt keine Flagge quasi mehr hissen kann? Wie meinst du das? Also wenn ich jetzt 3 EU-Spieler habe, kann ich noch die EU-Flagge hissen, meine ich. Ist ja richtig, oder? Und wenn du jetzt einen kompletten Mischmasch hast, also hättest du jetzt, weiß ich nicht, einen von Tailu drinne, so, 2 aus Europa. Ich denke, da gibt es irgendwie so eine globale Flagge oder so. Ich glaube, da gibt es eine Weltkugel. Aber hast du dann einen Nachteil irgendwo, dass du nicht mitmachen kannst oder ähnliches? Nee, ich denke nicht. Die meisten Turniere sind ja international. Und da ist es ja egal, ob du aus welchem Land du kommst. Es ist, außer bei Regional Qualifiern, also wenn wirklich... wo teilt man die dann ein? Ja, müsste man dann schauen. Gibt's so ein Team? Ich glaube nicht, oder? Hier geht ein Twist zusammen vor. Geht auf die Kontrolle.
Kontrolle in der Mitte und das geht auf. Super viel Chaos bei Astralis. Dieser zweite Trade-Frag gegen Twist, der war vielleicht ein bisschen viel. Und das Timing hier mit dem Molotov fast verpasst. Ganz viel über den Underground. Dupree hier im richtigen Moment eingegriffen. Und wieder spielentscheidend ein Move von ihm. Wunderbar da rausgemoved im richtigen Moment durch die Smoke. Bekommt direkt zwei Leute und jetzt JDM bei Team Liquid alleine. Und wahrscheinlich, wenn Sipnik C im richtigen Moment rummoved und jetzt noch Richtung Window aimt, kann er hier vielleicht noch JDM direkt rausnehmen. Hey, wie angewurzelt. Die bewegen sich halt beide überhaupt nicht. Jetzt erst Dupree wieder unterwegs. Die Anspannung natürlich an so einem Punkt vom Spiel dann auch relativ hoch. Nach so vielen Stunden, die man hier schon sich gegeneinander fightet. JDM hat noch nicht geschossen. Er hat gerade erst gezoomt. Ja, und das wird wahrscheinlich das Todesurteil für Dupree. Mein Gott, das ist halt... JDM weiß das nicht. Oh, sie smoken ihn. Ich denke, sie haben den Team gehört. Molotov noch rein. Ja, das, den einen Schaden hat man gehört, wenn man richtig hingehört hat. Ja, Bombe schnell gelegt. Und das ist jetzt natürlich krass. Zwei verschiedene Winkel für eine AWP im Retake ist natürlich sauschwer. Er hat nur eine HE. Eine Smoke könnte ihm da noch helfen. Und JDM ist halt jemand, der auch wirklich die krassen Flicks dann raushauen kann. Erstmal runtergedroppt. Erster Weg geschafft. Aber ab sofort ist halt wirklich Halligalli angesagt für ihn. Und er hat zu viele Ecken. Er wollte noch unter Holz tracken. Dann zieht Dupree halt rum. Wenig Möglichkeiten. Das Geld passt aber noch bei Liquid. Problem für JDM, er braucht eine Ave. Aber die kommt da. Aber wer droppt jetzt bitte für Twists? Oh, der kriegt halt das alte, guck mal. Okay, er kriegt noch eine... MP9. Oh mein Gott. Zweimal MP9. Es muss zweimal MP9 sein. Aber das ist dann, sieht man auch, wie wichtig es ist für Team Liquid, dass JDM an der AWP ist. Ja. Und dafür verzichtet man bei anderen Spielern auf Waffen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt irgendwie ein Fehler war, aber es ist eigentlich schon okay, so gut wie JDM fast unterwegs ist, aber sie laufen ja auch nicht. Stanislaw nur mit einem und Nightrod ja auch noch eine MP9. Ah, beide MP9s auf dem B-Spot abgestellt. Das kann natürlich jetzt auch nicht gut sein, aber dann holt er fast zwei. Ah, der zweite hätte es vielleicht noch sein müssen. Die liegt dann auch noch, was sag ich schon wieder, dann auch noch über die Kitchen. Und Zipex Last Man Standing mit 13 AP. Das sollte er nicht holen dürfen. Bombe hat er noch, eine Smoke hätte er noch, also ein Safe Plant vielleicht noch möglich, aber dann ist es das Ende. Und Liquid geht in Führung. Tatsache haben die MP9s an B-Spot genug Schaden machen können, dass es dieses 1 gegen 2 am Ende halt sau schwer war für Zipex. Hat sie aber auch gut positioniert, gerade die offensive Position da im Haus konnte ja dann fast für zwei Frags genutzt werden. Klar, musst du dann ja auch anpassen an deine Waffe, deine Position. Was aber gut zu erkennen war, ist, dass Team Liquid sehr schnell verschoben hat Richtung B. Also vielleicht fängt Astralis jetzt an zu faken. Also das wäre eine Möglichkeit, wenn Liquid zu schnell rotiert und dann muss es halt diesen wichtigen Frag am anderen Spot geben, wo man dann drauf will. Gucken wir mal. Also erstmal bauen sie wirklich breit auf. Tendenz von Astralis habe ich eher das Gefühl, dass sie Richtung A möchten. Und die Mittelkontrolle kommt jetzt, glaube ich, nur über den Underground. Hat ja schon zwei Spieler in den Startlöchern mit Device und Zipex, die da schon bereitstehen. Und der Rest soll dann jetzt über Weinkeller ranrufen, aber die werden da schon zerflickt, gerade in der Mitte. Und das war's dann im Prinzip jetzt auch schon mit der Eco. Zipex dann nochmal mit einem Frag. Und dann ist es nur noch Dupree. Ja, und viel kann er nicht mehr machen. Ja, der Kartoffel Dupree. Kartoffel Dupree? Ja, kommt von Kakafu. Er vergleicht den Namen immer mit Püree, Kartoffelpüree. Deswegen Kartoffel Dupree. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen durfte. Ich bin raus. Das ist die Connections zum Big Coach, ist es, ne? Ja, damals war er noch bei Penta. Also mit dem okay. Da hat er beim. Lass mich lügen. E-League Major müsste es gewesen sein. Bin mir jetzt nicht sicher, aber es müsste E-League Major gewesen sein. Da war, glaube ich, bei uns in der Analyse noch mit dabei. Und hat auch ein bisschen Co-Mod gemacht. Sehr cooler Typ auf jeden Fall. So, 10 zu 12. Sieht man ja auch, wie der sich immer mitfreut mit Big, ne? Ja, geil. Definitiv. Also der lebt CS halt wirklich. So, okay, schauen wir mal. Oh, das ist jetzt die, ja, das ist die Fleischwolf-Runde. Aber ich glaube, was anderes hat man ja auch nicht erwartet auf Astralis. Im besten Fall ein schneller Plant.
oder halt die Zerpflückung und schnell ab in die nächste Runde. Ja, bei Anti-Eco-Ace ist immer am lautesten freuen, damit sich der Gegner, wenn er es hört, am meisten aufregt. So, aber jetzt ist wirklich, jetzt langsam geht es aber auch in eine bedrohliche Phase für Astralis rein. Sie spielen halt immer noch die Doppel-MP, nein. Das funktioniert, das funktioniert doch. Es ist eine Key-Round, das hat gerade nur funktioniert, weil es halt Richtung B ging. Und zack, ist eben nicht da. JDM aber mit einer Antwort. Das aber gegen Glaive. Woher er sich jetzt natürlich auch eine Runde verlieren leisten könnte bei Liquid und dann nachkaufen. Geld haben sie dafür auch genug. Astralis sollte sich hier keinen weiteren Lose leisten, dann wäre es wahrscheinlich die Eco. Und dann wäre es 15-10, weil man diese Eco dann auch noch besiegt. Also das hier jetzt eine wirklich entscheidende Runde für das Team Liquid und im Prinzip auch natürlich für Team Astralis. Denn verliert man jetzt hier, wie gesagt, dann die Eco, wenn man die auch noch verliert, 15-10. Und dann wäre es schon spielentscheidend, die darauf folgende Runde. Also wieder super, wie Stanislaw da steht. Das Problem ist, dass er keine Ablenkung hat. Astralis checkt im Normalfall die Ecken. Er muss also nach vorne gehen und anfangen, aber Device hat das direkt auf dem Schirm. Der Asport ist frei. Etwas falsch spekuliert von Team Liquid, aber nochmal, der Asport, der ist gut zu retaken. Wenn JDM. Oh mein Gott! Was ein Flick von JDM! Holy shit! Ich hoffe, du warst drauf. Nein. Oh Mann, das ist echt bitter. Der war richtig krass. Leider war ich nicht drauf, aber ich kann es mir vorstellen, der DM hat schon das eine oder andere krasse hier abgezogen. Ja, für den Retake müssen sie jetzt hier ein bisschen an der Smoke warten, wenn sie es denn überhaupt noch versuchen wollen. Hier liegt die Bombe vor der Kiste, okay. Dadurch, dass gerade der Spieler am Jungle gestorben ist, ist der Retake nochmal um Welten schwerer geworden. Denn sie müssen jetzt immer noch den Blick Richtung Connector und Richtung Jungle werfen und ich glaube, dass Twist... Da werden sie nicht mehr rangehen, ja. Zu saven. Richtige Entscheidung. Weil der Retake mit dem wirklich mit dem Fallen des Jungles unmöglich geworden ist. Vom Geld her hätten sie es nicht mal machen müssen, auch wenn Twists nur wenig Geld hat. Man hätte ihm legen können. Der Rest kann nachkaufen. Jetzt müssen wir gucken, wie viel Geld sie jetzt noch übrig haben, wenn sie gekauft haben. Ich denke, das wird sehr wenig sein. Dadurch, dass Twists halt auch nicht legen konnte und JDM gibt als AWP auch ungern mehr aus, als er muss. Aber man geht auf die Doppel-AWP. Das macht's nochmal sauteuer. Aber ist natürlich ein neues Element. Wer hat die zweite Ave? Nitro hat die zweite Ave. Er hat da vorhin auch schon mal öfter gespielt. Wenn der jetzt ins B-Haus reingeht, dann kann er den gleichen Scheiß machen, den Device gemacht hat vorher. Er spielt zu defensiv. Lässt sich reinflashen. Device hat sehr viel aggressiver gespielt und konnte schon Richtung Underground die Kills dann setzen. Aber ich meine, auch die Position ist gut, weil du sehr schnell zurückfallen kannst. Was bereitet Astralis denn jetzt eigentlich hier wieder vor? Die führen noch irgendwas im Schilde, die Jungs. Ja, drei Leute erstmal Richtung Mitte abgestellt. Zipex da im Palace, der moved aber auch schon wieder zurück. Und immer noch Dupree am B-Haus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man auch gleich hier noch ein bisschen was verschiebt. Device nimmt sich da auch schon die Bombe. Frage ist, wo die Reise jetzt hingehen soll. Nochmal weiter gejobbt an Zipex. Ja, und was haben sie hier vor? Kehrweih da vielleicht über Weinkeller nochmal Richtung A? Ist die Frage, wann Dupree halt wirklich eingreift, aber wird früh gespottet. Zu viel Mittekontrolle von Team Liquid. Somit können sie sich diese Peaks in den Underground erlauben, die unheimlich schwer sind für die Underground-Spieler zu countern, wenn es überhaupt möglich ist. Und Twists wartet immer wieder auf die Flash, die da von Astralis reinfliegt, damit der Mittelspieler rumzieht. Astralis kann ohne den Underground wohl nicht richtig aufbauen. Twists mit dem Kill, da muss der Refrag kommen, aber Alicia im Connector. Viel zu gute Position. Hier wird Astralis gerade in der Mitte zerpflückt. Der Plan geht nicht auf. Liefmann und zweiter Spray noch den letzten nieder. 14-11 und Astralis ist gerade richtig hart resettet worden. Ja, und Elike, ein Spieler auch, der gerade richtig gut trifft, der richtig gut abgeht. Und im Prinzip haben wir jetzt hier drei Jungs bei Team Liquid, die gerade richtig gut reingehen. JDM im Prinzip schon seit Map 1 am Start mit seiner AWP. Elik wird immer stärker und Twist hast du ja auch schon generell als Spieler angesprochen, weiterhin auch richtig stark. Ja, verdiente 60 Punkte bei ihm auf dem Konto. Ohne Witz, was sucht diese Punkteliste da? Die rapp ich einfach nicht in CS. Na, irgendwie also muss er ja auch zählbar was sein, ja? Ja, um das Ganze zu ranken. Über Kills, von mir aus über ADR oder so im Hintergrund. Wenn die anstatt Score einfach den Average Damage per Round dahin schreiben würden. Wie geil wäre das denn bitte? Mal ungelogen, oder?
Wäre auf jeden Fall eine Information, die ein bisschen traghafter wäre. Man müsste sich das Ganze nicht immer selber zusammensuchen. Die hätte 18.000 Mal mehr wert als fucking 60 Punkte, die da bei Twists stehen. Ja, aber da werden die Bombenplans ja nicht mit einbezogen werden. Jetzt doch, die sind wichtig. Ist jemand, der die linke kann. Mehr ist es nicht. Das kann auch nicht jeder. Schon mal Leute ohne Hände getroffen. Der Frag von Glaive. Wenn der Connector-Spieler droppt, ist immer ein bisschen schwierig für die CT-Seite zu handeln. Man sieht direkt, wie viel Chaos da im Bienenstock von Team Liquid herrscht. Sagen wir im Stall. Es ist ja ein Pferd, was wir im Logo haben. Aber nein, schon wieder. Oh, die Doppel-AWP, die zerpflückt Astralis gerade. Ja, die sind hier auch sehr gefangen in der Mitte. Wohin es dann noch gehen soll, wissen sie nicht. Die Bombe haben sie zwar schon auf dem A-Spot platziert, aber ich glaube nicht, dass er hier die Freiheit bekommt zu planten. Nitro hat da keinen Nerv drauf. Und guck mal, es ist wieder die entscheidende Runde. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen. Jetzt sind wir in derselben Situation für die Folgerunde. Man hat auch keinen Loser-Bonus, gar nichts. Man ist hier wirklich mit kaum Geld, mit roundabout 2000 Dollar würde man in die nächste Runde gehen, wenn es hier keinen Bombenplant gibt und man hier die Runde verliert bei Astralis. Also das könnte richtig bitter werden, wenn man das hier verliert. Und es sieht aktuell so aus. Bombe liegt auch richtig scheiße. Oh mein Gott, auf der Kiste oben. Ich meine, niemand guckt hin. Sie haben jetzt einfach noch die Küche abgezielt. Bombe ist gepickt und jetzt nimm den Plant noch mit Glaive. Naja, plantet, sie gehen langsam vor. 28 HP. Und er versucht zumindest noch zum Tetris zurückzukommen. Oh, im ersten Duell verliert er schon. Der Plant wichtig. Der Plant war nochmal wichtig. Ja, der Plant. Nimm ihn mit, klar. Er kommt halt echt noch weg vom Spot. Das ist super gespielt von Liquid. So richtig safe. So, lass ihn legen, wir rennen zu dritt drauf. Der hat keine Chance und so ist es dann auch. Sie nehmen die zweite AWP noch mit. Ich denke halt, warum muss er denn noch unbedingt in die Action reinrennen? Klar ist es eine bessere Deckung. Aber er fordert sein Glück halt auch aufs absolute Maximum heraus und überdehnt es im Endeffekt. Aber glaubst du, was willst du da noch in der Situation machen? Du hast Low AP, bist relativ bekannt nach dem Bombenplant. Was willst du gegen diese drei Spieler noch machen? Ja, weil, weißt du, ist es, in einem 1 gegen 3 hast du immer die Arschkarte, ist einfach so. Ja? Aber trotzdem kannst du deine Chancen ja versuchen abzuwägen. Und im Endeffekt hat Glaive gesagt, die einzige Chance, die ich habe, also er setzt alles auf eine Karte, ist, wenn ich jetzt in die Action reinkomme, dann kann ich es noch durch gutes Peaken regeln. Ja, aber es bleibt halt trotzdem immer die absolute Arschkartensituation, wie du es ja auch schon gesagt hast. Im Prinzip. Ja, das heißt ja nicht, dass du es gewinnst. Im Prinzip kann man halt auch mit dem Luck herausfordern, wenn es dann klappt, eventuell auch noch irgendwie die Runde holen. Und dann ist halt der gefeierte Mann. Hat natürlich auch keine Ahnung, wo die Gegner stehen. Im Prinzip muss er da alles probieren, was irgendwie geht. Das ist das größte Problem. Du musst deine Chancen berechnen, ohne die Variablen zu bekommen. Und das alles in Bruchteilen von Sekunden. Und dann eine Entscheidung treffen. Dann kommt Spielgefühl hinzu. Der siebte Counter-Strike sind. Genau. Ja, und das wird richtig hart jetzt. Mit dem bisschen Equipment, was man hat, geht's einfach Abfahrt B. Oh, der Move so gut. Vielleicht gesehen worden. Oh, Stannis wird nicht gecheckt. Er lässt sie alle durchlaufen. Sie überprüfen es halt wirklich nicht. Nimm den auf Distanz. Oh. Nicht verhindert. Oh mein Gott, Dupree mit dem Kill überhaupt. Schnappt sich dann noch die... Schnappt er sich nicht die Waffe? Ich dachte, er kommt nicht dran. Oh, wie bitter ist das denn? Aber hilft nochmal gegen JDM. Ich denke, die Runde geht nochmal an Astralis. Dupree kann den letzten Spieler ansagen. Immer noch drei Leute gegen Elite. Oder Elite jetzt im One-on-Three klatschen. Nein! 12. Runde für Astralis. Also, wenn sie totgesagt werden, dann stehen sie nochmal auf. Wird das die nächste Overtime? Und Doppel-AWP am Start jetzt. Dupree und Device. Und die können an dem Gerät. Haut man jetzt die Jungs von Liquid weg, dann geht die ganze Runde andersrum. Dann setzt man nämlich Liquid Money Broke. Ah, sie haben halt Doppel-AWP auf T-Seite. Das kann hinderlich sein, kann natürlich aber auch jetzt ein schöner Opener für die Runde werden. Ich bin immer der Meinung, dass es die T-Seite eher behindert. Das ist für den Anfang überraschend. Oh. Ja, ist super gemacht von Liquid. Flash genutzt, Kill gemacht und direkt zurückgezogen. Und auf keinen Fall jetzt die AWP nochmal aufheben, sondern Dupree an seiner spielen lassen, der Rest mit der Rifle. Ansonsten wird man nur noch langsamer und dann fehlt der Druck, wenn es zum Go geht. Boah, nächste und AWP down. Der DM hat abgezielt und wenn du ohne Flash da rumgehst, dann ist das ein leichter Frag für ihn. Astralis verändert ja das Tempo des Spiels gezwungenermaßen durch die Doppel-AWP dann.
Und auf einmal fühlt sich das Spiel für Astralis ganz anders an als vorher. Sie waren ja vorher viel eher in ihren Duellen drin als jetzt. Das, ich denke, die Doppel-AWP hat ihnen hier das Turnier gekostet. Also, noch ist es ja nicht vorbei. Man hat nochmal alle drei Smokes hier auch am Start. Dafür waren die Runden vorher im Ausgeglichenen zu knapp. Und sie haben ja wieder, jetzt sind keiner über Haus. Twists in der Ecke. Der Molotov interessiert ihn halt überhaupt nicht, denn der Typ ist so oder so schon heiß. Und dann kommt der Plant, verhindert, Twist-Position noch nicht bekannt und dann ist nur noch Chaos bei Astralis. Das Game ist durch. RIP, Care by Last Man Standing und dann ist es auch wirklich vorbei. 16-12 dann am Ende. Ja, muss man sagen, verdient für Liquid. Auf jeden Fall. Astralis hat sich hier selbst ausgespielt in der letzten Runde, um ehrlich zu sein. Also den Mittelspieler, den kann man so verlieren, aber Dupree hat ja null Gefühl dafür gehabt, was am B-Haus abgeht, wie er da mit der AWP am besten anzielen kann, weil er davor die Runden keine Erfahrungen gesammelt hat. Und ich denke, Astralis deutliches Formtief in den letzten Wochen und ich denke nicht, dass da jetzt irgendwie ein Wechsel kommt, aber spätestens nach diesem Ausscheiden jetzt in der Gruppenphase ist die Kacke am Dampfen im Team. Also da wird sich jeder an die eigene Nase fassen müssen und sich fragen müssen, ist das, bringe ich hier mein A-Game, woran liegt's, was kann ich verändern? Ich hoffe, dass die Psychologin da wieder richtig hart durchgeht.